Checo war da noch leicht dran und so wurde es richtig gefährlich. Schwer zu sehen, schwer zu berechnen für Englands neue Nummer 1, Joe Hart. Die Schlussphase schon dieser ersten Hälfte, die durchaus Tempo-Fußball bot. Eine der wenigen Standardsituationen für Manchester City. Das macht der spanische Welt- und Europameister David Silva und Julian Lescott. 1-0 für Manchester City. Soll man wirklich noch sagen, Außenseiter? Eigentlich sind es Teams auf Augenhöhe. Auch wenn United natürlich viel höher dekoriert ist in den letzten Jahren. Kein Abseits und schlimmer Stellungsfehler des neuen Torhüters David De Gea. In dieser ersten Hälfte bis zur 38. Minute überhaupt nicht im Blickpunkt. Und dann macht er die Schlagzeilen. Džeko, 45. Minute, Nachspielzeit schon der ersten Hälfte. Und der darf nie und nimmer reingehen. Zweiter dicker Patzer des neuen Torhüters. Was hat sich da Manchester United eingekauft für 20 Millionen? De Gea kommt viel zu spät runter. 2-0 also durch Edin Džeko. City liegt vorne. United hat aber noch 45 Minuten Zeit. Bis gleich. Fahne bleibt unten, Treffer zählt, kein Abseits. Auch hier eine Standardsituation. Und das war die neue Waffe. Ein Freistoß von Ashley Young. Das hat er schon bei Aston Villa, vor allem als deren Trainer noch Martin O'Neill hieß. Super gemacht. Das kann der einfach. Genau dahin ist es schwer. Der Weg etwas zu weit für den Torhüter. Die Innenverteidiger versuchen da noch eine Linie zu stellen, aber abseits war es nicht. Und Chris Smalling mit dem Tor für United. Alles wieder offen. Zeit hat United noch genug. Der Junge hat Selbstvertrauen und er hat offensichtlich auch Qualität. Nani, Rooney. Ja, sie spielen es wie der FC Barcelona. Ein Sensationstor von Nani. 2-2. Was war das für eine Kombination? Irgendwie ist der Sir angefressen. Die Art und Weise, wie sie gegen Barca hier in Wembley das Champions-League-Finale verloren haben, das wurmt ihn. Und er will zeigen, wir können sowas auch. Das ist ja alles ein Kontakt. Alles mit Hacke, Spitze und dann passt der auch noch. Wow! Nani, Rooney und dann Cleverly, der vorher auch schon... Es ist Nani! 3-2, United kommt nach einem 0-2 zurück. Und das in der Nachspielzeit kommt uns irgendwie bekannt vor. Wenn die Saison in England so spektakulär wird, wie dieses Spiel es verspricht, na dann aber mal. Alle Gurte angeschnallt. Kompany, der beste Spieler, der konstanteste der Vorsaison, macht hier einen schlimmen, einen üblen Fehler. Und Nani nutzt es mit seiner Schnelligkeit. Er hat genügend Raum, um den weiten Bogen zu ziehen. Um Joe Hart herum. Hi, das werden wir.